Und ab geht's. Gehen wir direkt mal ins Geschehen rein und fordern wir den Niedrigsten einfach heraus, ne? Und bevor wir das tun, Leute, wir dürfen es nicht vergessen. Mein Aries braucht... Ah, hat schon. Okay. Ja gut, dann passt das alles schon. Wir können angreifen. Cloud. Der hat ein Aries drin, ein Blatt drin. Dann gehen wir so vor und dann so und dann so. Ja, Freunde, ich habe ein Projekt in Planung. Und zwar... Oh, der hat eine doppel-evolvierte Pixie. Das sehe ich zum ersten Mal jetzt. Ja, also ich habe ein Projekt in Planung. Und zwar möchte ich bis eine Million Spieler sparen. Und das möchte ich auch innerhalb von einem Jahr schaffen. Also ich werde das nicht mehr ausgeben, nichts mehr machen, keine Talente leveln, Skills leveln und keine Evolvierungen durchziehen. Dafür habe ich schon meine Helden, die weiteren Heldenkarten. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Warum? Warum? Das passiert mir immer am ersten Tag. Immer, Freunde. Ups. Da seht ihr mir gerade mein Desktop. Wo ist das Spiel? So. Aber nur ein Teil meines Desktops. Ja, also ersten Kampf verloren. Da, so will man es nicht haben, Leute. 10 Punkte, das hätte ich geschafft, Freunde. Jetzt werden wir das nochmal sehen. Ich habe das hier zuerst genommen, dann das hier, glaube ich. Und dann das. Wir werden das schaffen. Das werden wir zu 100% schaffen, Freunde. Nur wegen so einem scheiß Mistake, ey. Wenn das jetzt wieder passiert, ne? Ja, ich habe ein Projekt in Planung. Ich werde jetzt alles sparen. Also Splitter, Gems, Mesa-Truhen, blaue als auch rote Kristalltruhen, Runentaschen. Alles werde ich sparen. Und die ganzen Karten, diese HBM-Karten. Alles einfach. Einfach nur alles. Ich möchte alles sparen. Außer Ruhmpunkte und Essenzen. Und Orden natürlich auch bis 100.000. Ich meine 1 Million. 100.000 ist ein einfaches Ziel. Ja, bis 1 Million möchte ich sparen und ja, dann schauen wir mal. Also ist schon ein gewagtes Ziel, finde ich. Und wir haben 10 Punkte verschenkt. Einfach so, ich weiß nicht, was mit meinem Internet los ist. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass es immer wieder ausgeht. Bei speziellen Momenten. Zum Beispiel hier, Lost Battlefield. Und auf meinem Handy ist das noch schlimmer. Das ist noch viel schlimmer auf meinem Handy. Da wollt ihr es nicht sehen, glaubt mir. So. Eidwachse. Der hat ein Mino drin, gehen wir so vor. Das ist eine gute Idee. Ich nenne das Projekt Sparmodus. Das ist auf jeden Fall eine gewagte Sache. Und nebenbei, Freunde, wir suchen auf jeden Fall noch Member für unsere Gilde. Denn, oh, schaffen wir das trotz, ne, schaffen wir nicht. Ja, wir suchen Member für unsere Gilde ab 100.000 Macht. Und zwar sind wir jetzt ab morgen, glaube ich, also ab heute eigentlich schon, 69 Mitglieder. Und wir brauchen 6 neue Mitglieder. Und falls ihr Interesse habt oder sonst irgendwas zu joinen, ab 100.000 Macht dürft ihr joinen. Infos zu unserer Gilde sind eigentlich ganz üblich. Mesa 3, jeden Tag um 21 Uhr. Fackelkampf ab 20:48 angreifen, natürlich. Und Boss 4 machen wir zurzeit nicht, aber können wir uns vielleicht überlegen oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Also zurzeit haben wir gar keinen, gar nicht vor, das zu machen. Oh, das wird ein Timeout. Bitte, Freunde, schaut euch das an. Das erste Kampf hat uns alles versaut. Das ist keine Ausrede, das ist einfach nur Fakt. Dann wären wir längst gar nicht mehr bei diesem scheiß Gegner hier angekommen. Rollen wir einfach mal. Jetzt heißt es erstmal so viele Punkte versuchen wie möglich abzuräumen. Der hat einen Ork drin, gehen wir einfach rein. Einfach rein damit. Ja, unsere Gilde ist zurzeit auf Platz 33 von der Macht her, glaube ich. Und vom Splitterspenden her 100, aber das ist eher nicht so wichtig. Also wir müssen keine Splitter spenden, das ist nicht Pflicht. Natürlich könnt ihr, wenn ihr wollt, also wir müssen nicht.
Ja. Falls ihr Interesse habt, einfach mich anschreiben oder sonst irgendwas. Oh, was ist das denn? Wow. Das ist ja lustig gerade. Wow. Wow. Also, das war ein Hin und Her gerade. So, mein Anti-Aries-Team, das schafft mein Team locker. Das ist kein Problem. Jetzt guckt ihr die Kenny in Action hier. Bams. Zack. Kein Problem. Anti-Aries-Team FTW. Anti-Aries-Team FTW. Oh, 1318 Punkte. Und da sieht man schon ihre evolvierte Valentina. Ist das der Platz 1? Ja, ist der. Dicht gefolgt vom Commander und vom Hector. Puh. So, jetzt greifen. Also, das mit der. Ich weiß nicht, ob die 1000 Punkte klappen werden. Also, ich glaube schon. Ich bin ganz optimistisch. Auch wenn wir so einen scheiß Fail-Start hatten. Das packen wir, Freunde. Jetzt greifen wir mal am besten den hier. Ich weiß es nicht. Den hier an. Der hat einen Skull Knight drin. Dann gehen wir mal mit unserem Anti-Aries-Team. Dann so und dann zack. Das dürften wir locker easy packen. Also das dürfte überhaupt keine Probleme darstellen. Ja, gar kein Problem. Ja, das packen wir. Und ich habe mein Mikrofon schon wieder lauter gestellt. Also im letzten Video war das, glaube ich, schon eigentlich, wie soll ich sagen, ein bisschen... Also das war eigentlich normal, aber ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser klingt. Und ich bin auch ein bisschen näher dran, aber ja, mal sehen. So, wir haben die Angriffe durch. Können wir hier einen Angriff machen? Ja. Derzeit auf Platz 140. Ich versuche wieder in die Top 50 zu kommen, aber das wird extrem schwer. Da werde ich höchstens nur, keine Ahnung, 2 Stunden oder so überleben. Da sind Leute im anderen Kaliber, glaub mir. Das ist echt der Horror da drin. Ich war schon mal da drin, aber halt nur für kurze Zeit. So. Vielleicht können wir wieder die Valentina in Action sehen. Vielleicht jetzt, wenn der Aries pockt von ihm, dann können wir das mal zeigen.